Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zu unserem Fellner Live-Spezial, heute mit dem absoluten SPÖ-Super-GAU. Wer hätte das gedacht, dass wir heute diese Meldung für Sie haben? Andreas Babler ist nun doch SPÖ-Chef. Die Stimmen wurden einfach vertauscht. Bei uns hier im Studio natürlich, wenn es Fellner Live heißt, Österreicher Ausgeber Wolfgang Fellner. Hallo Lukas. Und Peter Westenthaler, der den Stein ins Rollen gebracht hat. Ja. Eigentlich wollten der Peter und ich heute einen ruhigen Abend verbringen. Wir haben uns gestern Abend verabschiedet und gesagt, wir sehen uns wieder am Mittwoch. Bis dorthin viel Spaß. Er hat gesagt, Mittwoch sind die Parteisitzungen, das wird ein lustiges Fellner Live am Mittwochabend. Na? Dann haben wir gesagt, alles Gute, schönes Abendessen am Montag. Ich habe mir mal Serien bestellt für heute, was man so halt alles tut, wenn man mal einen Tag Ruhepause haben will. Ja? Und was passiert? Der Westenthaler sagt gestern in dieser Sendung eine Sache an, die der SPÖ einen unruhigen Sonntagabend veranstaltet hat. Der Fairness halber muss man sagen, schon am Samstag hat der Herr Thür von der ZIP2 auf Twitter getweetet, dass sich dieses Ergebnis irgendwie nicht ausgeht. Ja? Das hat dann am Samstagabend der Gerald Groß aufgegriffen und in seiner Sendung gesagt, das Ergebnis stimmt nicht. Und der Peter ist dann gestern aufgetreten und hat es wirklich so auf den Punkt gebracht, dass man sagen muss, da haben den meisten Zuschauern und vor allem der SPÖ die Ohren gewackelt. Schauen wir uns das noch einmal an. Ich bin in erster Linie mal begeistert von der Schlagzeile heute, die heute entstanden ist. Und die lautet, die SPÖ sucht nach der verlorenen Stimme. Ja, das ist gut. Das musst du einmal zusammenbringen. Ja. Das ist ein sogenanntes Triangliom. Das heißt, du hast eine drei Möglichkeiten, das zu bewerten. Die verlorene Stimme, die Stimmen der Wähler, die sie alle bis jetzt schon in den letzten Wahlen verloren haben. Oder vielleicht sucht sie die Stimme des Parteivorsitzenden, der da gestern irgendwie kaum verständlich irgendeine sogenannte Rede, das war keine, aber es ist ein Versuch einer Rede gehalten hat. Aber in Wirklichkeit war gemeint, die Stimme, die beim Auszählen verloren gegangen ist. Denn was die SPÖ nicht geschafft hat, war, die Stimme richtig auszuzählen. Sie hat ein falsches Resultat. Und das fördert Stimme, es ist eine Stimme weg. Ja. Und jetzt wissen sie nicht, jetzt müssen sie nochmal aussehen, müssen sie nochmal wählen, müssen sie noch einen Parteitag machen. Also das ist alles interessant, passt aber. Fragen wir das den Jungs. Naja. Hast du schon erste Informationen? Findet der Parteitag noch einmal statt? Wird noch einmal gewählt? Naja, sicher. Theoretisch ist alles falsch. Wenn ihr eine Stimme falsch ausgezählt habt, müsst ihr es eigentlich noch einmal wählen. Ich halte es für eine Ente. Und für Nein, gar nichts fix. Anderes. Ja, gar nichts. Das geht ja nicht aus. Also ich halte es für eine Ente. Der arme Josef. Ja, also das war Josef Schaff. Am Mittwoch kommt er live und wird uns seine Sicht der Dinge erklären. Ich freue mich drauf. Heute ist ihm irgendwie die Lust vergangen, ich verstehe es. So, also das war gestern Abend. Peter Westenthaler in Fellner live hat super Zuschauerzeug gehabt, kein Wunder. Es war ja gestern schon recht spannend, aber heute, das toppt natürlich alles. Peter, erklär uns einmal, was hast du da gemeint? Wie bist du draufgekommen? Welchen Verdacht hattest du gestern Abend? Naja, ich habe das natürlich am Samstag mitverfolgt, aber zum Unterschied von den anderen Herrschaften bin ich nicht auf Twitter, weil mir das nicht interessiert, diese linke Blasen, die da immer sich gegenseitig bemitleidet. Aber wenn man das zusammenzählt, was sie bekannt gegeben haben, nämlich 316 plus 279, kommst du eben auf 595 und nicht 596 Stimmen. Das hat eigentlich jeder und ich mache das immer, ich tue ja immer die Umfrageergebnisse zusammenrechnen, ob es mit 100% ausgeht. Ich bin so einer, der da ein bisschen tüftelt. Und mir ist das natürlich auch schon am Samstag aufgefallen und haben wir das für die Sonntagssendung aufgehoben. Und diese Ente, die der Josef, ich hoffe, es geht ihm wieder besser am Mittwoch und wir sehen uns wieder im Studio, diese Ente, die er da prognostiziert hat, wurde zum Krokodil. Und das Krokodil hat die SPÖ heute gefressen. Und ich darf dich beruhigen, lieber Wolfgang, auch die zweite Prognose von mir von gestern Abend ist voll eingetreten. Der kürzeste Parteivorsitzende aller Zeiten. Ich habe gesagt, der Doskozell wird der kürzeste Parteivorsitzende aller Zeiten. Das ist er damit schon. Also es wird nie mehr einen kürzeren geben. Und ich glaube daher, übrigens, das Ergebnis von heute, das heute diese arme Frau Gruppeser bekannt gegeben, die stimmt wieder nicht. Ja. So, und jetzt also, gestern hat da der Peter Westenthaler für viel Aufsehen gesagt, man muss dazu sagen, unsere Handys haben ja gestern amok gelaufen, die haben sich aufgehängt, so viele SMS sind da hereingekommen, größtenteils eben zu der Frage, hallo, das Resultat stimmt nicht. So. Danach ging die SPÖ auf die Suche nach der verlorenen Stimme. Und um 15.40 Uhr
kam eine Eilmeldung, du weißt das, weil du warst im Studio. Um 16 Uhr eine Eilpressekonferenz der Wahlkommission. Du hast gedacht, jetzt haben sie endlich die verlorene Stimme gefunden. Genau, so haben wir es auch präsentiert, aber keiner dachte, was dann passiert. Genau. Stattdessen kam um 16 Uhr Michaela Kubesa, trat vor die Presse und hat Folgendes verkündet. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich darf Folgendes berichten. Ich bin heute gegen 14 Uhr in die Löbelstraße gegangen, um nach der ominösen verlorenen Stimme zu suchen. Habe mir alle Wahlabschnitte, sämtliche Stimmzettel, alle Protokolle und Unterlagen noch einmal angesehen. Ich darf berichten, ich habe die Stimme gefunden. Es handelt sich um eine ungültige Stimme. Das heißt, wir haben statt 4 ursprünglich angekündigten 5 ungültige Stimmen gefunden. Des Weiteren muss ich berichten, dass mir ein weiterer außerordentlicher Fehler aufgefallen ist. Die Stimmzettel haben leider nicht mit dem digital verkündeten Ergebnis zusammengepasst. Aufgrund eines technischen Fehlers eines Mitarbeiters in der Excel-Liste wurde das Ergebnis vertauscht. Ich habe mir heute selbst ein Bild darüber gemacht und es ist mir ganz wichtig festzuhalten, dass beim Wahlgang selbst und bei der Arbeit der Wahlkommission, und das ist mir immer besonders wichtig gewesen, kein einziger Fehler unterlaufen ist. Es handelt sich um einen technischen Fehler. Ich möchte trotzdem festhalten, dass kein einziges Mitglied der Wahlkommission gefordert hat, noch einmal nach der Verkündung des Ergebnisses eine Kontrolle durchzuführen. Dazu gehöre auch ich als Leiterin selbst. Dafür möchte ich die Verantwortung übernehmen und dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Ich entschuldige mich insbesondere beim Genossen Hans-Peter Doskozil. Ich darf nun letztmalig die Zahlen für Sie präsentieren. Von insgesamt 602 Stimmen gab es, wie schon erwähnt, 5 ungültige. Auf Hans-Peter Doskozil entfielen 280 Stimmen. Das entspricht 46,51%. Und auf den Genossen Andreas Babler entfielen 317 Stimmen. Das entspricht 52,66%. Somit wurde am 3. Juni, am vergangenen Parteitag, Andreas Babler zum neuen Bundesparteivorsitzenden der SPÖ gewählt. Und ich möchte ihn an dieser Stelle herzlich beglückwünschen. Sollte es weitere Fragen geben, bin ich noch für Sie da. Dankeschön. Herzlichen Dank. Wir kommen zu Ihren Fragen. Bitte die Zeit im Bild. Die Zeit im Bild, Wachter, können Sie das noch einmal erklären? Also diesen Excel-Listenfehler und dann digitale, also es war nicht ganz klar, wie sowas zustande kommen kann, dass man die Namen zwischen Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler vertauschen kann. Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben ja etliche Wahlurnen dort aufgestellt vor Ort. In der Summe waren es 12 und wir hatten 11 sogenannte Straßen. Das heißt, auf einem Tisch waren 2 Urnen platziert, damit das Ganze relativ schnell geht und die Schlangen nicht bis hinaus stehen. Bei diesen Wahlurnen waren sowohl hauptamtliche Mitarbeiterinnen als auch jeweils Mitglieder der Wahlkommission. Ich habe dann den Vorgang dort überprüft. Als die Wahl geschlossen wurde, haben sich dann alle gemeinsam in einen Raum begeben und dann wurde jede einzelne Urne wiederum von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und von Personen der Wahlkommission überprüft. Jeder und jede hat dann die entsprechenden Ergebnisse der Urne auf einem Zettel verzeichnet und diese werden dann eingespeist in eine Excel-Liste. 11 Listen sind also jetzt da und sie sind, das kann ich berichten, alle korrekt. Es gibt dann einen Vorgang, wo das Gesamtergebnis zusammengeführt wird und ein zweites Blatt erscheint. Da ist offenbar in der Technik ein Fehler passiert und das Ergebnis wurde umgedreht. Ja, das war also Michaela Kubesa, Vertrauensperson von Landeshauptmann Doskozil, muss man dazu sagen, Lebensgefährtin vom künftig vorgesehenen Parteimanager Max Lercher, der jetzt wohl wieder in die Steiermark zurückkehren wird, beziehungsweise auf seinen Abgeordnetensessel und heute das Trauergesicht der SPÖ. Lieber Peter Westenthaler, wie siehst du diese Tragikomödie, wo man nicht weiß, ob man jetzt weinen oder lachen soll? Naja,
Es ist desaströs, es ist wirklich desaströs. Um noch einmal kurz zu dieser Wahlkommission zu kommen, auch das Ergebnis, das sie heute verlautbart hat, der Verkleider wieder verkündet, stimmt nämlich wieder nicht. Weil wenn sie sagt, sie hat diese eine Stimme gefunden, die von 5,95 auf 5,96 gefehlt hat, die ist aber ungültig. Also wären wir eigentlich wieder bei 5,95 und heute verkündet sie ein Ergebnis von 5,97. Frage mich, wo kommen plötzlich die zwei neuen Stimmen? Ja? Nämlich beide Kandidaten haben jetzt eine Stimme mehr wie am Parteitag. Also da geht es drunter und drüber. Es ist ein Desaster. Du sagst, die haben wieder falsch ausgezählt. Es ist nicht nur die eine Stimme, die jetzt fehlt, sondern auf einmal zwei mehr. Also daher hat Babler natürlich recht, dass er noch mehr auszählen lässt. Das ist völlig richtig, weil da geht es ja drunter und drüber. Und du glaubst, da wird ein anderes Ergebnis aus. Ja, da kommt ein anderes Ergebnis aus. Echt? Und ich frage mich ja, da kommt ein anderes wenn dann 19 Da sitzen 19 SPÖ-Granden sitzen in dieser Wahlkommission drinnen, die das dort zählen, die das Ergebnis ja gewusst haben, bevor es bekannt gegeben wird. Dann wird es per Beamer an die Wand oder per Video an die Wand gespielt und keinen einzigen dieser 19 fällt auf, dass das nicht stimmt. Also da ist ja irgendetwas, was nicht zu erklären ist. Das hat der Sebastian Bornminer, der heute am Schluss der Sendung drankommt, ja schon gesagt. Er hat gesagt, die 19 müssen ja das Ergebnis gekannt haben. So ist es. Die müssen ja gewusst haben, dass der Babler gewonnen hat. Egal, ob sie es als Gesamtergebnis gekannt haben oder nur diese 11 Container. Ja. Aber auch 11 Container kann man im Kopf zusammenrechnen. Das ist das Desaster, wenn man weiß, 19 Führungskräfte sitzen in der Kommission und haben das nicht mitbekommen. Da fragt man sich, was machen die sonst den ganzen Tag? Hoffentlich nicht Politik. Weil wenn die Politik machen, dann ist es fürs Land schlecht. Und jetzt möchte ich ein bisschen ernst werden. Schau, die Häme, den Spott, den hat die SPÖ jetzt eh, und zwar wahrscheinlich jahrelang, unter Alex Christan und die anderen Parteien. Ich bin heute, muss ich sagen, erstaunt und positiv überrascht, dass es interessanterweise der Herbert Kickl war, der auf die Bremse gestiegen ist und als einziger ans Land gedacht hat. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, er schüttet keine Häme drüber, sondern er sagt das, was es ist. Nämlich, was hier passiert ist, ist desaströs für das Land und ein Schaden für unser Land weit über die SPÖ hinaus, weit über die Grenzen hinaus. Wir sind das internationale Gespött. Die Österreicherinnen und Österreicher werden im Sommer in Urlaub fahren und dort angesprochen werden drauf und werden verlacht werden. Und das eine SPÖ, die völlig in Schutt und Asche liegt. Und daher sagt er eher zu Recht, er lädt zu diesem Zeitpunkt jene SPÖ-Wähler ein, die sich heute für ihre Partei genieren, in Wahrheit ein Stück des Weges zu gehen, finde ich putzig, dass die Meindl-Reisiger die Aussendung von Kickl, die er um 17.49 Uhr gemacht hat, heute quasi 1:1 übernommen hat. Sieht man auch, dass die nicht viel Kreativität hat. Aber um das geht's. Wir sind konfrontiert mit einer Situation, die dem Land schadet und die für jeden Einzelnen in dem Land Negatives bedeutet. Und daher darf man nicht Häme ausschütten, sondern muss man das tun, was jetzt notwendig ist. Nämlich eine restlose Aufklärung. Da gehört im Wald eine Anzeige her. Da muss ermittelt werden, ob das nicht ein Wahlbetrug war. Es gilt die Unschuldsvermutung. Das muss aufgeklärt werden. Was glaubst denn du? Glaubst du wirklich, dass sich ein Mitarbeiter am Excel-Sheet verzählt hat? Das ist denkbar. Und in zwei Tabellen vertauscht hat? Oder glaubst du, was ja der Super-GAU wäre, dass diese vom Tosco-Ziel dominierte Wahlkommission tatsächlich ein falsches Ergebnis hinausgegeben hat, wissentlich vielleicht. Also solange nicht beides, entweder Dummheit oder Manipulation, beides oder eines davon ausgeschlossen ist, solange kann man die Frage nicht beantworten. Und es ist schon sehr merkwürdig, dass man jetzt die Verantwortung, ich weiß ja gar nicht, was das heißt, technischer Fehler, was soll denn das heißen? Dort gibt es Wahlurnen, da werden Stimmzettel reingeschmissen, die werden ausgezählt. Mit der Hand. Mit der Hand. Das heißt, man hat, ich habe selbst zig bei solcher Parteitag gemacht, das heißt, man hat ein Ergebnis, okay, und das wird nachher, warum weiß ich nicht, aber offenbar in einen Computer eingegeben. Mag sein. Aber das jetzt auf einen kleinen Mitarbeiter zu schieben, auf einen Anonymen, den man ja nicht nennt, das ist schon sehr, sehr billig. Aber es erlaubt schon auch die Frage, wie das möglicherweise mit anderen Wahlen in dem Land so war. Weil wenn man bedenkt, dass bei der letzten Präsidentschaftswahl zwischen Hofer und Van der Bellen, also vorletzten, beim ersten Wahlgang ein völlig anderes Ergebnis rauskommt wie beim zweiten, und zwar deutlich, dann kann man sich oft die Frage stellen, gehen bei uns Wahlen mit rechten Dingen zu? Und das wagst du jetzt zu bezweifeln? Ich wage das zu bezweifeln. Du meinst, diese Wahl am SPÖ-Parteitag ist vielleicht nicht mit rechten Dingen. Richtig, und wahrscheinlich werden wir in Österreich so weit kommen, dank der SPÖ, die uns das jetzt verschafft, dass wir so wie in Bananenrepubliken bei künftigen Wahlen OSZE-Beobachter haben müssen, die unsere Wahlen sich anschauen, weil offenbar die Partei nicht in der Lage ist, die SPÖ ordentlich auszuzählen. Die können nicht zählen und wollen das Land regieren. Das ist so desaströs, es ist wirklich furchtbar. Aber Peter, wie kommst du zu diesem brutalen Vorwurf, dass da deiner Meinung nach manipuliert wurde? Nein, das ist kein Vorwurf, sondern ich sage,
Nicht einmal Babler hat das heute ausgeschlossen. Das muss man, der war ja völlig von den Socken, der war ja auch überrascht. Der hat ja heute nichts sagen können. Der hat sich hingestellt und gesagt, wir müssen das noch einmal auszählen. Zu Recht. Aber ich bin der Meinung, er muss es nicht noch einmal auszählen, er muss es vor ihm kontrollieren lassen, wie diese Auszählung vonstatten gegangen ist. Wer dort die Entscheidungen der Veröffentlichung getroffen hat, was veröffentlicht man jetzt? Und wahrscheinlich wird er eins machen müssen, das meine ich aus dem Brustton der Überzeugung. Es muss auch die Mitgliederbefragung noch einmal ausgezählt werden, weil wenn da nur annähernd das passiert ist, kann sein, dass dort auch was ganz anderes rausgekommen ist. Also ein Tohuwabohu und ich verstehe heute, wenn sich viele SPÖ-nahe Menschen genieren für diese Partei. Heute. Man muss ja fairerweise sagen, der Herr Doskozil hat ja den Vorsitzenden der Wahlkommission, der das über 20 Jahre gemacht hat, den Harry Kropitz weggemobbt. Ja, man hat geputscht, ja weggemobbt. Richtig. Der hat aufgegeben, er hat gesagt, der hat 4 Beipässe, er hält es nicht aus, er kriegt einen Herzinfarkt, wenn er weiterhin so beschuldigt und verdächtigt wird. Es war heute ein sehr berührendes Interview mit dem, das er gemacht hat, muss man wirklich sagen. Dann ist er verschwunden und es kam die Frau Gruppesa mit dieser eigenartigen Auszählung in diesen verplombten Kartons, das haben wir ja alles gesehen. Ja? Und dann kam dieser Parteitag. Und Peter, ich wollte dich vorher fragen, wie war denn das bei euch bei der FPÖ? Mhm. Ist da nachgezählt worden? Ist da ein zweites Mal gezählt worden oder hat man einmal gezählt bei euch? Es ist ein eisernes Prinzip. Check, Recheck, Double Check. Da wird dreimal geprüft. Dass der Janik sagt, der hat ja Kopitz heute bestätigt, dass da ja nichts passiert und dass das ein ordentliches Ergebnis wird. Denn, und das machen alle Parteien, da ist es ja bis jetzt noch nie passiert. Das ist ja das erste Mal so gewesen. Und jetzt muss man sich wirklich die Frage stellen, nicht nur, ob die zählen können oder nicht, oder was da mehr dahinter steckt. Und dieser ein bisschen gespenstisch anmutende Auftritt heute von Babler deutet ja an, dass er auch nicht ganz dran glaubt, nämlich ans jetzt bekannt gegebene Ergebnis, sondern dass möglicherweise da noch andere Verschiebungen gibt, in welche Richtung auch immer. Das wird man sehen. Das heißt, die SPÖ ist in den nächsten Tagen weiter mit sich selbst beschäftigt. Sie hat jetzt noch dazu diese skurrile Situation, das muss man sich einmal vorstellen, dass sie eine Mitgliederbefragung gemacht haben und der Sieger dieser Mitgliederbefragung jetzt nicht Parteiobmann ist, sondern der Zweite. Gegen den aber 2/3 der Mitglieder auch waren. Das heißt, ein wirkliches Tohuwabohu. Man kann nur den Mitgliedern, den Parteitagsdelegierten und auch den Wählern, den wenigen, die die SPÖ noch hat, Beileid wünschen. Das kann man machen. Jetzt hast du gestern ja richtig vorhergesagt, Doskozil wird der kürzeste Parteivorsitzende der Geschichte werden. Es war ein bisschen kürzer, als selbst du gedacht hättest, würde ich sagen, oder? Das so, wie wird es mit Andi Babler sein? Der könnte ja vielleicht ein Neuaufbruch, vielleicht ein Neustart sein, der könnte ja à la Faymann vielleicht das wirklich einige Jahre führen. Wenn er von seinen Radikalpositionen runterkommt, populistischer wird, mehr in die Mitte sich positioniert und vielleicht ein Erfolgsparteichef wird. Also wie du ja aus vielen Fellner Live-Sendungen mittwochs der vergangenen Wochen weißt, habe ich mir den Andreas Babler insofern gewünscht, weil ich wirklich der Meinung bin, dass er für eine Polarisierung aber zwischen rechts und links und nicht mit rechts und links sorgen wird. Das heißt, was wird passieren? Der Andi Babler wird seine Seele nicht ändern, nur weil er jetzt Partei geworden ist. Wer weiß. Wir wissen, der ist ein bekennender Marxist, der die Faust zwar mit der rechten und nicht mit der linken Hand zeigt, auch merkwürdig, aber ist so. Und der hat halt Ideen, die weit weg sind von jenen, etwa des Herbert Kickl und der FPÖ. Wenn Andreas Babler am Parteitag die neue Linie der Sozialdemokraten in der Zuwanderungspolitik umrissen hat, indem er sagt, wir machen aus allen illegalen Zuwanderern jetzt Gastarbeitern, geben ihnen Arbeit, überschwemmen den Arbeitsmarkt daher, dass die Arbeitslosigkeit schon aufgeht, geben ihnen die Sozialhilfe und auch noch die Staatsbürgerschaft und das Wahlrecht, dann ist das so diametral gegen die FPÖ, dass er wahrscheinlich damit nicht realisieren kann in Österreich. Der Herr Babler nämlich. Ja, das heißt, du glaubst nicht, dass der Babler Wahl gewinnen kann. Obwohl es ist doch beachtlich, wenn an einem Parteitag mit einer einzigen Rede umdreht. Das habe ich sogar gelobt. Er kann ja einen Wahlkampf Das habe ich gestern sogar als positiv gesagt. Er hat dort eine wirklich famose Rede gehalten. Er hat Leidenschaft, er hat Feuer. Aber er hat halt nicht die Inhalte, mit denen du mehrheitsfähig bist in dem Land. Und jetzt zitiere ich Josef Czap aus vielen Sendungen der vergangenen Woche. Am Mittwoch heute ist noch einmal morgen. Mit Babler gewinnen wir keine Wahlen. Hat er jedes Mal gesagt, der Josef Czap, da muss er durch. Und das wird so sein. Der Babler ist ein Minderheitenprogramm, aber was er schon machen kann ist,
Und da bin ich jetzt sehr objektiv. Er kann den Linken, die Mitte links, das Mitte-Links-Spektrum vereinen. Ich glaube schon, dass er das kann. Er ist auch ein Angebot für Kommunisten, er ist auch ein Angebot für Grüne und er ist auch ein Angebot für Bogo-Wähler. Das heißt, diese 30%, die Mitte-Links da sind, kann er natürlich bedienen. Er wird aber keinen einzigen freiheitlichen Wähler holen und wahrscheinlich wird er auch keinen ÖVP-Wähler von. Mit 30% könnte er Erster werden, Peter. Wenn so, er die macht. Aber wir werden das am Mittwoch spannend weiter diskutieren. Mittwochabend, es wird ein tolles Fellner Live werden mit Peter Westenthaler und Josef Czap und mit einem völlig neuen SPÖ-Parteivorsitzenden. Und jetzt schauen wir uns bitte noch einmal an, was die beiden Herren gesagt haben, nachdem ihnen diese Pressekonferenz der Michaela Grupeser wie ein Schock in alle Glieder gefahren ist. Zunächst einmal die Rede vom Hans-Peter Toscozil, wo ich mir den Schmäh, dass es ihm die Rede verschlagen hat, was sparen will, sondern sagen will, der wirklich geschockt, schwer geschockt, in einer überfallsartig einberufenen Pressekonferenz in der Eisenstädter SPÖ-Zentrale vor die Presse getreten ist. Ich hätte höchstwahrscheinlich heute Morgen nicht daran gedacht, hier vor Ihnen in dieser Art und Weise und auch in dieser Rolle zu stehen. Aber unbestritten, mit den Ereignissen des Tages konfrontiert, muss man durchaus auch sagen, das ist mit Sicherheit bis zu einem gewissen Grad ein Tiefpunkt für die österreichische Sozialdemokratie. Ich bin im Laufe des Vormittages darauf hingewiesen worden, dass es zumindest auf Gerüchteebene bekannt wurde, dass es Unregelmäßigkeiten im Zuge der Auszählung der Wählerstimmen gibt, dass es hier offensichtlich zu Fehlern gekommen ist. Sie kennen die Stellungnahme der Leiterin der Wahlkommission. Es wurde dann, so glaube ich, um 14 Uhr nochmals ausgezählt. Die Protokolle wurden kontrolliert. Und es ist das Ergebnis zutage getreten, das nun auf den Tisch liegt. Ich möchte zu diesem Ergebnis auch klar sagen, dass es ein Ergebnis eines Parteitages ist, dass es das Ergebnis von Delegierten ist, dass es zur Kenntnis zu nehmen ist. Da brauchen wir gar nicht daran rütteln. Ich habe auch mit der Leiterin der Wahlkommission und mit meinem Vertrauensmann, der mich diesbezüglich auch begleitet hat, entsprechend auch ein Gespräch geführt. Es ist unbestritten, das Wahlergebnis so zur Kenntnis zu nehmen. Das ist auch ein richtiges Wahlergebnis. Das ist das Ergebnis des Parteitages. Und somit möchte ich auch an dieser Stelle Andreas Babler zum Gewinn dieser Wahl und natürlich auch zum Vorsitz der Bundespartei recht herzlich gratulieren. Sie können sich vorstellen, dass das nicht nur für die Sozialdemokratie, sondern auch für mich persönlich auch kein angenehmer Tag ist, keine angenehme Situation ist, aber Wahlergebnisse muss man zur Kenntnis nehmen. Was mir in dieser Situation besonders wichtig ist, dass es nicht darum geht, jetzt auf einzelne Personen oder wen auch immer mit dem Finger zu zeigen, Fehler zuzuweisen. Ich glaube, das ist nicht angebracht. Wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Stunde. Wir sollten uns alle zusammenreißen, das Wahlergebnis akzeptieren und ab dieser Stunde, ab dieser Minute wirklich daran arbeiten, die Sozialdemokratie wieder aufzurichten, dahingehend aufzurichten, auch wie wir das immer auch gesagt haben, um nächstes Jahr auch Wahlen zu gewinnen. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Ich möchte auch einen Appell richten an all jene, die mich unterstützt haben, an alle Landesorganisationen, an alle Funktionäre, an alle Bürgermeister, jetzt in dieser sicherlich unbestritten emotionalen Situation nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern umso mehr für eine geeinte Sozialdemokratie aufzustehen, einzutreten und auch tagtäglich dafür zu kämpfen. Ich glaube, das ist das Gebot der Stunde. Es wird genug Häme geben, es wird genug Spott geben. Das müssen wir uns in dieser Situation auch gefallen lassen. Das ist leider Gottes so in einer solchen Situation. Aber es wird auch wieder schönere Zeiten für die Sozialdemokratie geben. Eines an dieser Stelle möchte ich auch ganz klar sagen, auch das habe ich schon vorher mich auch immer so zurechtgelegt, mit einem Wahlergebnis muss man auch umgehen können. Ich für meine Person gehe auch damit aus meiner Sicht richtig um. Für mich ist das Kapitel Bundespolitik damit ein für alle Mal, auch das möchte ich an dieser Stelle sagen, abgeschlossen. Und ich werde aus
der Position des Burgenlandes alles dafür tun, dass diese Partei wieder geeint wird und wieder zu einem gemeinsamen Erfolg geführt wird. Soweit Hans-Peter Doskozil am heutigen Nachmittag in der eilig einberufenen Pressekonferenz. Und Wolfgang, hat eigentlich Hans-Peter Doskozil die Partei am Gewissen? Weil der hat ja, muss man schon sagen, sich als Heckenschütze betätigt wie die SPÖ im Hoch. Weil im letzten Sommer hat er also großartige Werte gehabt. Ja, man muss einfach sagen, der Mann hat wirklich die Partei ruiniert. Das muss man leider sagen und das ist auch so. Wir hatten vor etwas weniger als einem Jahr, Ende des Sommers, August, September, die SPÖ in allen Umfragen über 30%, 30, 31, 32%. Die Pamela Rendi-Wagner auf Platz 1 der Kanzlerfrage. Und alle, wir, aber auch die anderen Medien, haben geschrieben, diese Frau bewegt sich in Richtung Ballhausplatz. Die könnte Kanzlerin werden, wenn sie die nächsten 2 Jahre bis zur Wahl durchsteht. Und dann kam aus dem Nichts ein Hans-Peter Doskozil und hat begonnen, diese an und für sich gut unterwegs befindliche Parteivorsitzende, die ja strategisch für die Wahl ideal gewesen wäre. Weil du hast den Macho Nehammer, du hast den Macho Kickl, zwei klassische Politiker, die Männer ansprechen. Und dann hättest du die Rendi Wagner als engagierte Frau gehabt, die Frauen anspricht, die Frauenthemen macht, die aber auch soziale Wärme ausstreut, Familien, Kinder, all das. Das wäre eine interessante, gute Aufstellung. Die hätte von einem Strategen nicht besser erfunden werden können. Und dann kommt er, eröffnet auf die das Feuer und schießt so lange, bis die zermürbt aufgeht, in eine Mitgliederbefragung geht, von der sie schon gewusst hat, die wird sie verlieren. Sie hat nicht einmal mehr einen Wahlkampf gemacht. Die hat in Wahrheit ihren Sonnenhut draufgelegt und das war's. Der Doskozil hat es gewonnen, wenn das Ergebnis stimmt, muss man mittlerweile ja dazu fragen, weil das weiß man jetzt ja alles nicht mehr bei der SPÖ. Möglicherweise haben sich die bei der Mitgliederbefragung auch verzählt und ist dann in diesem Partei, hat dann die Stichwahl abgewürgt, die ja die einzige sinnvolle Lösung gewesen wäre, um zu wissen, wer soll jetzt Parteichef werden, ist in den Parteitag hineingegangen, weil sie ausgerechnet hat, er hat 5 Bundesländer auf seiner Seite und das reicht, um zu fraktionieren und das auszuteigern. Und hat dann dort letztendlich einen Sieg gefeiert, hat sich auch feiern lassen, 2 Tage von der Kronenzeitung und vom ORF. Und dann, um dieses Debakel heute zu erleben, das größtmögliche persönliche Debakel eines Politikers in diesem Land, meiner Meinung nach ist der erledigt, der kann ja nicht Landeshauptmann bleiben, und auch das größtmögliche Debakel für eine Partei. Wie die SPÖ aus diesem Tief je herauskommen will in den nächsten Monaten, das schaue ich mir an, wir sind ja gespött, die Bild-Zeitung sagt, wie deppert sind die denn, lautet die Titelzeile dort. Ja. Wer sind denn jetzt eigentlich die ganz großen Verlierer und die Gewinner? Doskozil, klar, ein Verlierer, aber kann man Babler jetzt auch als Gewinner werten? Ich glaube schon. Babler ist für mich ein wirklicher Neuanfang für die SPÖ. Dem gebe ich Chancen. Ich meine, das ist kein Bruno Kreisky, da würde sich der Kreisky vermutlich im Grab umdrehen. Aber er ist durchaus sowas wie ein linker Faymann, das könnte ich mir schon vorstellen. Faymann ist ja auch nur als Stadtrat in diese Position gekommen, hat dann sehr viel Profil gewonnen als Bundeskanzler, bevor ihn dann die eigene Partei abgesägt hat. Aber wenn der Babler vernünftig ist, wenn er diesen ganzen linken Unsinn vom Marxist, Faust in die Höhe, EU ist ein Horrorgebilde und so weiter bleiben lässt, und wenn er sich in eine linke Mitte begibt, linke Mitte, ja, und die Ideen, die der hat, sind ja teilweise grundvernünftig. Ein Mittagessen für alle Kinder, eine Mindestsicherung für die Menschen, damit die wieder gescheit leben können, eine Mietpreisbremse, einen Zuschuss zum Heizen und fürs Gas. Das sind ja alles Dinge, die sind ja schwer mehrheitsfähig. Nicht ganz mehrheitsfähig ist er derzeit bei der Migration, aber da muss man sagen, der hat in Dreiskirchen, wo das Flüchtlingsproblem am größten ist, immerhin 70% der Stimmen. Also irgendwas macht er schon richtig. Also ich gebe dem schon die Chance, die SPÖ zu einem Neustart zu bringen. Und eins bin ich sicher, und da wird mir jeder, der diese Parteitagsrede gehört hat, zustimmen. Der Mann hat solches Feuer, der ist rhetorisch so gut, der ist in Wahrheit rednerisch ein solcher Populist,
der kann Wahlkampf, das ist überhaupt keine Frage. Der fährt mit einem Bus in jede kleine Gemeinde, in jeden Bezirk, hält dort irgendwelche Feuerwerksreden in Bierzelten und auf Marktplätzen. Und der Herr Kickl wird sich warm anziehen müssen, wirklich warm anziehen müssen in diesem Wahlkampf. Denn das wird ein Brutalduell Babler gegen Kickl werden, mit Nehammer als Dritten im Bunde. Aber das sind dann drei Männer gegeneinander. Wäre die ÖVP vielleicht besser beraten, mit einer Frau Edtstadler zum Beispiel zu kommen. Aber Fakt ist, Babler will es ganz genau wissen. Er wird noch mal nachrechnen lassen, er wird noch mal auszählen lassen. Das hat er auch am heutigen Nachmittag auf einer Pressekonferenz gesagt. Da wollen wir noch mal reinschauen. Ich darf Ihnen mitteilen, dass mich heute Genossin Grubesa am Nachmittag um kurz nach 15 Uhr kontaktiert hat. Sie hat sich auf die Suche nach der fehlenden Stimme der Vorsitzwahl gemacht und dabei festgestellt, dass die Zuweisung der delegierten Stimmen scheinbar falsch war. Was bedeutet das jetzt? Zunächst, ich möchte die Wahlkommission als Gremium ersuchen, gemeinsam die abgegebenen Stimmen nochmal zu überprüfen. Ich wurde von Vertreterinnen und Vertretern der Wahlkommission kontaktiert und darüber informiert, dass diesbezüglich bereits ein Prozess im Gange ist. Es ist ganz wichtig, dass hier jetzt keine Fragezeichen bleiben, damit wir mit Gewissheit auch in die Zukunft gehen können. Ich erwarte mir absolute Transparenz und Klarheit. Das schulden wir unserer Partei, unseren Mitgliedern und auch unseren Wählerinnen und Wählern. Jetzt ist die Wahlkommission am Zug. Sollte das Ergebnis, das Michaela Grubesa heute in der Pressekonferenz verlesen hat, nach weiterer und genauer Überprüfung stimmen, dann werde ich das Amt und die Verantwortung, die mir die Mehrheit der Delegierten übertragen haben, übernehmen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um unseren Mitgliedern zu sagen, ich möchte mich für das Bild, das Teile unseres Apparats in den letzten Wochen abgegeben haben, aus tiefstem Herzen entschuldigen. Der heutige Tiefpunkt mit dem vertauschten Wahlergebnis ist für alle Beteiligten schmerzhaft und tut mir auch persönlich, nicht nur für Hans-Peter Doskozil, sondern für unsere gesamte Bewegung leid. Was hier passiert ist, ist durch nichts zu rechtfertigen und zu relativieren. Aber ich gebe mein Wort, wenn ich diese Partei übernehme, werde ich gemeinsam mit meinem Team am völligen Comeback der Sozialdemokratie arbeiten. Und ich habe eine ganz persönliche Bitte in dieser schwierigen Stunde, dass ich alle alteingesessenen und neu eingetretenen Mitglieder etwas mitgeben mag, was ganz wichtig ist. Bleibt dabei, helft mit. Geben wir der SPÖ gemeinsam den Stolz und die Würde wieder zurück. Bezüglich der Personalia und inhaltlicher Weichenstellung werde ich mich nun mit meinem Team beraten und Sie zu gegebenem Zeitpunkt informieren. Und bitte haben Sie auch Verständnis in dieser Stunde, dass Sie heute noch keine weiteren Fragen beantworten kann. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Das Interesse ist groß an diesem politischen Super-GAU und deswegen sind wir auch gleich nach der Werbung wieder zurück und werden weiter analysieren. Dann mit dem Kultduell schon heute jetzt vorgezogen. Gerald Groß gegen Sebastian Born-Mehner gleich hier bei uns zugeschaltet nach der Werbung. Und dann um 21 Uhr in Fellner Live dann auch die große Analyse mit unserer Politik-Insiderin Isabel Daniel. Sie hat geladen Peter Pelinker und Robert Missig. Also große Gegenüberstellungen, große Duelle jetzt gleich hier im Anschluss an die Werbung. Bleiben Sie dran bei Fellner Live Spezial.